Hallöchen, das ist Folge 5 von Limbo und sie trägt den unfassbaren Namen 3x3. Und ja, genau darum geht's in dieser Folge. Drei Chancen und wir versuchen immer das Beste rauszubekommen. Tja, ich denke, wir machen hier einfach mal weiter. Da erwartet uns bereits eine, ich nenne es mal Kettensäge. Da bin ich ja mal gespannt. Oh mein Gott. Wie zum Geil soll das funktionieren? Nein! Oh. Sind wir das? Ich glaube beinahe, das Teil geht hoch. Sobald wir hier eins von diesen bezaubernden Knöpfchen drücken. Ich mach das mal so. Aber das muss hier drauf fallen. Nein! Oh, fuck. Aber ich glaube, vom Prinzip her war das schon mal ganz richtig. Boah, sorry, wenn ich da mal leise bin, aber da muss man sich teilweise wirklich ganz schön konzentrieren bei diesem Spiel. Puh, und jetzt... Oh, hier sind Fliegen. Nett. Jetzt sind wir wieder in etwas ruhigerer Gegend. Frag mich, wo es hier runter geht. Tja, witzig. Aber hier... Scheint es anscheinend nicht weiterzugehen. Oder wahrscheinlich ist da jetzt ein super Easter Egg und ich laufe gerade zurück. Dann tut mir das nicht. Laufen wir erstmal diese leicht kaputte Leiter nach oben. Und schauen, was uns hier wieder erwarten wird. Ein kleines Wässerchen, aber nichts Gefährliches. Aha. Eine Fliege. Wie das bei Fliegen so ist. Entweder ganz schnell, das können wir ja nicht, weil wir sind so ein bisschen klein, oder ganz langsam. Und da hebt die Fliege auch manchmal ihren Kopf und dann bleiben wir einfach stehen. Ah, kein gutes Timing diesmal. Vielleicht dieses Mal. Ah, wollte mich eigentlich lachsen, ey. Nochmal. Beim dritten Mal muss es ja klappen, nicht mal in drei. Ist ja schon so eine Zahl. Da haben wir das Beinchen von der Fliege. So, du Scheißteil. Ach, es zappelt noch ein bisschen vor sich hin. Nett. Und hier ist wieder ganz viel Licht und ich hoffe, es kommt wieder nicht so ein komisches Scheiß-Gehirnwürmchen. Oh, da hab ich ja gar keinen Bock mehr drauf. Diese Kackteile da, also. Sorry, kann man wirklich nicht anders sagen. Aha, da muss wahrscheinlich eine Kiste drauf. Ich laufe jetzt mal ganz weit nach hinten, um zu schauen. Aha. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Das ist nur so ein fettes Zahnrad. Und hier ist eine Kiste. Und wenn wir auf diese Kiste springen, dann laufen wir jetzt gerade die Leiter hoch. Bin ich mal gespannt, was es hier gibt.
Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, da kommt jetzt gleich was rausgerollt und das kriege ich nochmal ganz schnell in Position. Ah, schnell! Ein Reifen. Ja, und wir bewegen jetzt sozusagen den Untergrund für diesen Reifen mit. Und das geht dann hier weiter und rollt dann da unten irgendwo hin. Wohin das jetzt gerollt ist, sehen wir jetzt gleich. Ah! Wisst ihr, das hasse ich an dem Spiel. Man weiß nicht, bei welcher Höhe er tot ist. Aber wenigstens ist der Savepunkt wie immer genius-like gesetzt. So, und dann mal runter mit uns. Dann schaue ich mal, wo dieses wunderbare Teil gelandet ist. Hier. So, jetzt aber schnell. Aber es rollt doch bestimmt wieder zurück, oder? Lass mich nicht im Stich! So, ich nehme dann mal lieber den Umweg, weil wenn das Teil runtergeht und ich stehe da, ist blöd. Ja, da habe ich schon so meine Erfahrung mitgemacht. Das könnt ihr mir glauben. So, und jetzt hier drauf und, nein, nicht da hoch. Zip, da hoch. Genau. Hebelchen drücken und auf das Zahnrad. Jetzt dreht sich dieses Zahnrad. Und da ist eine Kiste für uns dabei. Ist das nicht nett? Und diese Kiste? Junge! Umständlich! Diese Kiste, die werfe ich jetzt einfach mal hier auf das Zahnrad. Und mich auch. Hui! Ja. Und dann schaue ich mal. Es fährt einen so halb hoch. Aber halb ist ja noch nicht ganz. Und aus diesem Grund schaue ich jetzt, ob wir noch eine zweite Kiste organisieren können. Vielleicht diese hier. Welch ein Zufall! So, drauf mit dir. Und mit dem nächsten Teil, das hier ankommt, fahren wir auch nach oben. Hui! So. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, ich stelle hier eins drauf. Und das andere auf das Knöpfchen. Wenn ich das zeitlich gebacken bekomme. Ach, ja, super, funktioniert doch. Was haben wir hier? Ein Seil? Oh, das sieht elektrisch aus. Na, dann probiere ich das mal lieber nicht aus. Bringt das? Oh. Ja, blödes Timing erwischt. Zimmer zurückrollen. Ja, das ist doch Knorke. Timing ist bei diesem Spiel auch extremst wichtig. Und ich bin gleich wieder.
So, da gab es eine ganz kurze Unterbrechung. Nehme ich mal dieses Seil und schwinge erstmal so ein bisschen hin und her, damit das so einen gescheiten Schwung bekommt. Und jetzt habe ich... Oh, ich glaube, es war wieder total... Oh, nein! Ah! Das ist der Fehler, den ich immer mache. Nochmal. Oh Mann, ich kann mich an dieser Stelle gut erinnern. Habe ich das immer gemacht. Und habe dann immer auf dieses Abspringen, also nach oben Taste gedrückt. Und das war nicht so toll. Ja, schon wieder. Man hat das so drin, das ist unfassbar. Aber, oh Gott, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Ich hoffe, das ist jetzt einfach mal der dritte Versuch. Man sagt hier dreimal. Sonst ist das ja nichts. Ja. Boah, okay. Dann wäre das auch geschafft. Haben wir hier? Jetzt sind wir hier unten und? Können wir irgendwas machen? Können wir das Zahnrad wieder? Ja! So. Was zum Geier? Dreht sich jetzt die Welt? Sehe ich das richtig? Das ist ja... krass. Wir haben das einfach an dieses Zahnrad gehängt und jetzt dreht sich alles und ich bin aus gutem Grund hier so ein bisschen weitergelaufen. Oh mein Gott. So, und jetzt hier mal weiter. Und was haben wir denn hier? Okay. Wir haben es überlebt. Mal schauen, was das hier ist. Das heißt, wenn wir dieses Teil drücken, das ist entweder magnetisch. Nee, das muss magnetisch sein, weil das ist ja dieses witzige Magnetsymbol drauf. Und anscheinend sind diese Kisten auch magnetisch und dann bleibt das da haften. Los, mein Freund, spring auf die Leiter! Okay, das kann nicht funktionieren. Oh, erstmal nach hier. Ah! Günnes, wie soll denn das gehen? Okay. Junge, ich hab doch... Frustrationne. So, nochmal. Und zack. Ich bin mir nicht sure, ob das reicht. Aber doch, es müsste. Ja, super. Jetzt. Oh. Oh Gott. Ja. Haben wir das auch geschafft? Ach, einen Hebel, den drücken wir einfach mal um, oder? War das jetzt die gute Entscheidung oder die schlechte? Junge, wir müssen noch da! Boah! Ansonsten wären wir jetzt wahrscheinlich direkt in diese Kreissäge, mit denen wir natürlich in diesem Spiel wunderbare Erfahrungen gemacht haben. Keine Frage, reingeraten. Ach nein!
Ihr Säcke. Habt ihr das unter Strom gestellt? Pervers. So. Jetzt versuchen wir nochmal auf diese Kette zu kommen. Junge, Kette! Wir machen hier wieder den Hampelmann und hoffen. Beziehungsweise ich hoffe. Ich weiß nicht, was ihr da hofft. Wahrscheinlich hofft ihr, dass ich mich hier ein paar Blut anstelle. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt gleich diese formschöne Kiste vorbeigeschnörkelt kommt. Nein! Oh! Oh, warum denn? Ah! Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe mir gerade auf den Kopf gehauen. Warum? So. Gleiche Prozedur, drittes Mal, ne? Omen ist Omen, sag ich da mal. Beim dritten Mal müsste jetzt funktionieren. Wow. Super. Das sind diese Herzinfarkt-Momente, in denen man hofft, dass man das richtige Timing erwischt. Und jetzt ist alles wieder normal. Ich schwinge aber lieber mal, weil da geht's ganz schön tief bergab. Und dann rutsche ich lieber hier gediegen nach unten. Und schau, was es hier gibt. Aber ich glaube, das erkunden wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Schaut euch doch mal die anderen Projekte an, zum Beispiel Oblivion Overmod oder Left 4 Dead läuft, glaube ich, im Moment noch. Und was gibt's denn da noch? Dishonored von Peter, Mainz, von Lennart und mir. Und ja, tschüss.